Im heutigen Replay of the Week steht mal wieder ein deutscher Panzer, und zwar der Tiger 1. Und ich habe es bei vielen Replay of the Weeks in der Vergangenheit ja immer wieder gehört. Ja, ist ja keine Kunst, dass der so gut und viel Schaden macht, weil er ist ja Top-Tier und da ist es ja eh nochmal viel einfacher. Und heute ist es mal ganz das Gegenteil. Er macht, und das kann ich euch schon versprechen, verdammt viel Schaden. Und nein, er ist nicht Top-Tier. Ganz im Gegenteil, er ist mit dem 7er in ein 9er-Gefecht gekommen. Und jeder von uns weiß, wie unangenehm das ist. Und gerade mit dem Tiger 1, wo auch viele Leute immer wieder mal Probleme haben und sagen, ja, der Panzer ist zwar eigentlich nicht schlecht, aber irgendwie ist er doch nicht so stark wie viele andere auf seiner Tierstufe, wo ich da vehement widersprechen würde. Aber auch anhand der Gunmarks werden wir schon ein wenig darauf eingestimmt, was wir hier erwarten dürfen. Und ich bin sehr gespannt, wie die Runde denn so laufen wird, weil die Zahlen sind phänomenalst. Ich kann euch vielleicht schon mal vorweg spoilern, die XP, die er am Ende der Runde eingefahren haben wird, die Basiserfahrung sind 2368 und das ist fucking viel. Der erste Hit der Runde geht raus auf den 1C. Erster saß, zweiter geht leider in die Binsen. Auf den kommt er jetzt um wirklich das Minimalste nicht drauf. Da bricht er jetzt auch ab. Aber jetzt mit dem zweiten macht das dann doch klar. Und jetzt hat er da oben auch einige Ziele. Natürlich müssen die auch erstmal vorfahren. Der Oni ist der nächste. Ist eine schöne Position, die er sich hier ausgeguckt hat. Die sind hinter dem Wall jetzt leider alle. Dementsprechend kommt er da jetzt nicht so drauf, wie er das machen wollen würde. Der Revalorisé jetzt da vor ihm. Turm dreht jetzt schnell genug rum und da kann er jetzt unterstützen. Und auch der ist schon weg. Die ersten 1450 Schaden hat er. Also so viel wie er Hitpoints hat, hat er schon einmal fast ausgeteilt. Da oben jetzt der Chiri. Das Schöne an der Kanone ist, dass halt auch die Granaten wirklich schön schnell fliegen und man ein gutes Aiming hat. Oho, hat ihn da jetzt aber auf dem Kicker und dementsprechend muss er aufpassen. Sein Ladeschütze war raus, hat er wiedergeholt. Und da ist jetzt der Oho. Der schaut gerade in seine Richtung. Jetzt dreht er aber den Turm weg, das heißt, er denkt, von ihm geht keine Gefahr mehr aus und er kann hier schön auf den Oho jetzt draufschießen. Der zieht sich jetzt auch zurück, fährt den Wall schon runter. Hinter ihm geht jetzt ein Emil auf, da muss er aufpassen. Erster Schuss sitzt, ist jetzt offen, aber der Emil interessiert sich gar nicht für ihn. Nur der VK macht das von vorne, dementsprechend aufpassen. Aber weiterhin kann er hier perfekt von der Position profitieren. Auch der VK bekommt jetzt eine und schon ist er bei 2700 Schaden. Und fast schon bei den 3000 ist wieder offen, muss hier aufpassen, weil wie gesagt, Panzerung gegen die 9er ist natürlich absolut schwach. Und jetzt macht er da den VK klar, hat den VK da unglaublich gestört und natürlich, dass er in die Kette gezogen hat, war perfekt, besser ging es in dem Augenblick nicht. Und der nächste VK kommt und bietet sich an, fährt da komplett übers freie Feld. Dementsprechend kann er da richtig Gas geben. Er schaut zwar, aber er kriegt ihn nicht auf. Dementsprechend kann er weiter draufbleiben und nimmt ihn jetzt auch mit dem Munitionslager raus. Da hat es einfach mal für 1014 Schaden gescheppert. So muss das sein.
Erstmal wird es jetzt gerade ein bisschen ruhiger, aber schon hat er hier mit dem E75 den nächsten Neuner, den er aufs Korn nehmen kann. Jetzt zieht er sich zurück, aber da kommt er weiterhin drauf und er ist auch noch offen. Klar schießt er hier Premium, aber das ist natürlich mit einem 7er gegen einen gut gepanzerten 9er mehr als legitim, denke ich mal. So, jetzt vielleicht nochmal den Emil, aber hier bekommt er mit dem Tiger 1 sein Pendant beim Gegner von vorne. Weiterhin hat er es aber auf den Emil probiert. Der ist allerdings einmal durchgefahren, ohne Treffer abzubekommen. Und jetzt der Tiger 1, der hat auch schon deutlich weniger Hitpoints als gerade, wo er aufgegangen ist. Jetzt nämlich nur noch, was hat er, 99. Oh, da kettet er ihn leider. Aber kein Schaden. Trotzdem kriegt er dafür jetzt den Unterstützungsschaden. Und da hinten ist jetzt schon der Oho und der E75 nah an seiner Base. Der VK4503 geht hier jetzt auch mal auf. Chiri kommt in seine Richtung und ein Ferdinand hat er da noch stehen. Also von überall gibt es jetzt Gegner noch. So, Chiri guckt da, prallt nur ab und er selbst konnte hier den Treffer landen. VK ist schon zerstört. Chiri probiert es nochmal, prallt wieder ab und er nimmt ihn jetzt raus. 6115 Schaden hat er schon auf dem Tableau. Einfach Wahnsinn, was er hier aus dieser Position rauskitzelt. Und ich glaube, langsam sieht man, warum das mein Replay of the Week geworden ist. Weil sowas Geniales habe ich von einem Tiger 1 im Thema Schaden noch nie gesehen. Und knapp 1000, die er unterstützt hat, sind auch nicht zu verachten. So, der Ferdinand kommt da jetzt rum, hat ihn ketten können, jetzt vorne auf die untere Frontplatte sitzt und kriegt auch noch die Unterstützung für den Kettenschaden und jetzt nimmt er auch den raus. Kill Nummer 5, den er da hat. Und da bietet sich der Krieger gleich an in Form des Ohos. Und der Schuss, wie am Schnürchen gezogen, findet sein Ziel für den Krieger und 6462 Damage. Also besser kann man es einfach nicht machen. So, auf den E75 kommt er jetzt leider nicht drauf. Deswegen muss er da jetzt nochmal ein bisschen den Motor bemühen, dass er da auch nochmal was abbekommt von dem E75. Weil Blut geleckt hat er. Bei so viel Schaden will man noch jeden einzelnen Hitpoint weiter mitnehmen. Da ist man dann ein bisschen Damage geil, was mehr als nachvollziehbar ist. So, und jetzt kommt er gleich drauf. Jetzt noch kurz über die Kuppe und dann klappt es auch schon. So, und da ist er. Jetzt prallt er ab. Vielleicht kriegt er sogar noch den Kill. So, jetzt hat er ihn gekettet. Ist wohl ein Pole und der Pole im deutschen Panzer wird da rausgeschossen. 6854 Schaden mit einem 7er Panzer im 9er Gefecht ist phänomenal. Selbst der Schaden in einem 10er wäre wahnsinnig gut, aber ich glaube, diesen Schaden im Tier 7 haben wir noch nie gesehen und daher ist es mein sehr verdientes Replay of the Week. Hier, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst, lasst ein Abo da oder einen Daumen und natürlich auch gerne einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.